Und ich wage jetzt mal was. Pfeifen Sie mich nicht aus. Ich wollte mal so ein bisschen auf was aufmerksam machen. So sehen eigentlich Poetry-Slammer aus. Gut. Jetzt bitte keine einzige Flasche fällt mir um. Das ist jetzt wichtig für mich und ein Test. Seien Sie ehrlich zu mir. Ich find's gut. Also, geht los. Du schaust mich an. Es ist früh morgens um 6.20 Uhr. Du, das ist ein 1,88 großer Typ, schlank, ganz fit in der Birne, manchmal eigentlich auch ganz sportlich, Haare kaum noch vorhanden, Falten schon. Ja, ja, du bist mein Spiegelbild. Ein ganz normales Badezimmer-Spiegelbild, wie so ein Ü50er-Duplikat eben morgens kurz nach dem Aufstehen daherkommt. Gerade will ich dir ein lässiges Tschö mit Ö zu rufen, als das Unfassbare passiert. Denn du redest plötzlich mit mir und sagst genau das, was mir gestern Vormittag am Frankfurter Flughafen so ein typisch oberflächlicher, bunte und galalesender Selfie-Fetischist zugeworfen hat. Manchmal erkennen die Leute eben selbst XY-Promis wie mich und mit einem ungegrüßten, wenig höflichen, aber dafür bestimmten Na, vom Tennis aus Bedeppel, was? Man kennt sich doch! Hatte mich dieser, sorry, Ego-Tripper Vollpfosten am Wickel. Irgendwann musste er während der höflichen Zuhörertätigkeit meiner einer überraschenderweise Luft holen. Auf die Frage, was steht denn für dich an, Stachi? Klar duzte er mich, logisch. Erzählte ich ihm, darf ihm zwischendurch auch gelacht werden, das baut mich auf. Erzählte ich ihm, noch im guten Glauben an ein doch noch mögliches, wahrscheinlich dein göttliches Fügungswunder von tollen Begegnungen der EDF, der anstehenden Überraschungsgala und einige mehr. Ich hätte wissen müssen, dass dieser hauptamtliche Lebensfantasieblockierer nicht viel von dem verstand, was ich ihm kleinkindgerecht verbal in das eventuell doch durch zu viel Instagram-Story-Stress vernebelte Kleinhirn schob. Textlich ist okay, wenn es ein bisschen ist. Dennoch schockte er mich, indem er völlig ernsthaft sagte, aber Stachi, schon wieder dieses Geduze zum Kotzen. Warum machst du denn nichts hier in Deutschland? Das da ist doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Bäh! Und genau diesen mühgeistigen Müll haust du mein Spiegelbild mir nun um die Ohren. Geht's noch? Ich muss zugeben, ich bin sauer, gekränkt, verletzt, leicht desillusioniert und fühle mich komplett missverstanden. Quasi eine inhaltliche Foundation-Midlife-Krise. Ich will schon in Richtung Badezimmer, Fluchttür verschwinden, als plötzlich bei mir im Kopfkino der Film mit einem cineastischen Feuerwerk an bunten, wunderbar emotionalen und berührenden Begegnungsbildern anläuft. Ein wunderbar schönes Gefühl. Ich drehe mich um, fixiere den Spiegel, Spiegel an der Wand, mit meinem geklonten Ebenbild und lege aber sowas von los. Meiner, ich bin gleich fertig. Kannst du mir mal erklären, was das sein soll? Tropfen auf dem heißen Stein. Was für ein Schwachsinn. Ein Alibi zum Nichtstun ist das. Um mal Hemingway allegorisch zu werden. Was geschieht denn, wenn sich dein Tropfen doch rasend schnell vermehrt und zum Meer wird? Schon mal ausgehöhlte Felsblöcke an Steilküsten gesehen? Und auch wenn im Meer kein Haar schwimmt, es kann so viel mehr. Wäre aber nicht schlecht. Ja, nein. Ich muss dich ein bisschen selbst abfragen. Weißt du eigentlich, hauptberufliches Wetterfähnchen, zur Fahne hat es leider nicht gereicht, was das für ein Gefühl ist, wenn du in lachende, glückliche Kinderaugen schaust, obwohl das scheinbar nur das Leben ist, worüber man sich freut. Von wegen nur. Ich kenne deutsche Schüler, die nach einer Begegnungsreise im Senegal nicht mehr wussten, warum sie eigentlich zurückkommen sollten. Das ist alles so deutsch. Zitat einer 16-Jährigen. Tobi und ich waren dabei. Wie arrogant sind wir vermeintlich Erwachsenen eigentlich, wenn wir meinen, Afrika geht uns nichts an. Nur weil wir ohne Ende Dusel hatten und ohne unser Zutun den Jackpot gezogen haben, in einem Land geboren wurden, wo nach wie vor gerade wirtschaftlich Milch und Honig fließen. Ich habe... Das baut mich schon ein bisschen auf jetzt. Ich habe mein kleines, dummes Spiegelbildchen insgesamt mehr als einer in Afrika verbracht. Und immer bin ich zurückgekehrt mit dem Gefühl, mehr über mich und das Leben gelernt zu haben von Menschen, die in unseren lebenstrüben Augen nichts, aber doch in ihrer Wahrhaftigkeit alles fürs Leben haben. Das hat mir keiner in 12 fingerschnipsenden und geistig viel zu eng umzäunten Schuljahren beigebracht. Okay, es gibt da ein paar verrückte Lehrer, die eine andere Schiene fahren, so ein bebrillter, harzer, mit 30er Dauerquassler zum Beispiel. Aber diese Spezies droht auszusterben, wie, weiß ich nicht, vielleicht die Silberrücken in Uganda oder so.
Mann, lasst es uns wieder lernen. Das lebensbejahende Lachen, Demut, Freundschaft, Begegnung, den direkten Tritt in den Arsch von Fremdenhass. Nicht die Welt hat Probleme. Verdammt doch mal, wir sind das Problem. Und übrigens, es ist nicht die, sondern unsere Welt. Scheiß Tropfen auf dem heißen Stein. Mitmachen, Verantwortung übernehmen. Darum geht es. Und das wird hier gerade unseren Kids schuldig. Ganz im Ernst, du bebrillte Billardkugel. Ich glaube fest daran, dass irgendwann erst eins und dann immer mehr Kinder zum Beispiel im Senegal sagen, wieso soll ich mich auf irgendeinen rostigen Todeskahn mit anderen zusammengefechten, von Existenzangst, Schweiß vernebelten und von kohlenscheffelnden Verbrechern drangsalierten Weltunfähigkeitsopfern demütigen lassen, wenn ich in meinem Land Perspektiven sehe und später alles weitergeben kann. Und auch deutsche Kids wollen dabei sein, diesen Wandel zu schaffen. Die haben viel mehr kapiert, als wir denken. Das erleben wir übrigens auf jeder Schülerreise. Und von diesem Weg bringt uns die EDF niemand ab. Im Gegenteil, wir legen jetzt erst richtig los. Die Welt bewegt sich und wir wollen, dass ihr die gute Richtung findet. Da pfeife ich auf deinen Tropfen auf dem heißen Stein. Und wir setzen mit allem, was wir haben, uns dafür ein, dass immer mehr Menschen, denn das sind wir doch, oder? Im Komfortzone-Wohlstandsbett die Decke über den Kopf wegziehen und einfach mal aufwachen. Dafür stehen wir. Weißt du, dämliches, nichts Reflektierendes und dauer-egoistisches Spiegelbild, was unser Motto ist. Na? Kein Schimmer. Wie? Und? Eine Idee? Nee, da kommt natürlich nichts. Ich halte inne und starre geradezu auf mein rot echauffiertes Ebenbild. Sekunden verstreichen wie im Minutentakt. Dann, ganz langsam, zieht das Gesicht im Wahrheitsspiegel, denn das ist es jetzt wohl, die Mundwinkel hoch und zeigt mir ein warmes, geradezu einfühlsames, versöhnliches, aber irgendwie auch verschmitztes, schalkhaftes Till-Eugen-Spiegel-Lächeln. Immer noch Stille. Dann höre ich, wie eine beruhigend warme Stimme freundlich zu mir spricht. Och, weiß ich. Es lächelt wieder einnehmend und sagt, alle haben gesagt, das geht nicht. Dann kam die von der EDF. Die wussten das nicht und haben es einfach gemacht. Ich erstarre wie in Stein gemeißelt und plötzlich vom Blitz getroffen. Genau das ist es, darum geht es. Und genau dafür lohnt es sich, an menschlichen Klinken zu putzen, immer wieder, bis es verstanden wird und möglichst viel uns unterstützen. Die Jugend hat das längst kapiert. Ich lächle glücklich, drehe mich um und gehe zur Treppe nach unten. Noch während ich zufrieden und bestärkt Stufe um Stufe nehme und über mein Spiegelbild, das mich einfach nur testen wollte, nachdenke, höre ich aus dem Bad nochmals diese wundersam weiche und gütige Stimme, die etwas sagt, was ich niemals wieder vergessen werde. Das übermannt mich richtig. Übrigens, steht der Tropfen, füllt den Stein.